Hallo, Minigame. Matt? Berühre die Symbole in einer bestimmten Reihenfolge. Achte auf die leuchtenden Symbole. Wenn du die richtige Auswahl triffst, rasten die Kacheln aus. So. DNA, Herzschlag, Schere. DNA, Herzschlag, Schere. Ach, das war's. Ich dachte, das muss ich jetzt 10-mal machen. Interessant. Beseitige die Gegenstände in der Mitte. Ordne sie den Aussparungen an beiden Seiten zu. Oh Gott. Hä? Ja, das ist, wow. Sah aus wie ein Hackebeil gerade. Das kommt... Hä? Das kommt doch dahin. Eindeutig... Hallo? Das kommt eindeutig dahin. Mann. Da zickt das Ding aber die ganze Zeit rum. Nein. Das war keine Spritze. Spritzi da. Alter, mach doch mal einfach da rein. So, vertrau mir doch mal, Spiel. Der Eimer. Die Waage. Das Ding hier. Das Ding da. Dann haben wir hier noch das Stethoskop. Dann haben wir noch den Regenschirm. Elbeso. Das Ding kommt dahin. Und das Ding kommt dahin. Ach ja, ein Kleiderbügel fehlt uns noch. Da oben der Kleiderbügel. So schnell kann's gehen. I've got a surprise for my dear family. But they'll have to fall asleep first. Ein heimlicher Surprise, but they'll have to fall asleep first. Wer macht denn sowas, ganz ehrlich? Reißverschlusszieher, juhu. Ja, haben wir da nur einen Reißverschlusszieher rausgeholt? Dafür der ganze Aufwand? Das war's? Das sind die Gegenstände, die du brauchst. Aha. Okay. Scheibenstück. Ein Scheibenstück. Toll. Und natürlich Kleber. Klaus Kleber. Ein Videopreis. Ein Inbusschlüssel. Dann müssen wir wahrscheinlich doch noch ein Ikea-Regal aufbauen. Ich komme noch gar nicht mehr rein. Interessant, das war's. Okay. Hier habe ich jetzt auch alles gemacht. Da können wir nichts mehr machen. Lalala. Beim Direktor können wir noch die Sachen auf den Tisch kloppen. Mit dem Inbusschlüssel? Hier kommen Figuren hin, das wissen wir ja noch. Eine zerbrochene Figur natürlich. Und was ist das hier? Ein Scheibenstück. Was mache ich mit dem Inbusschlüssel? Da kommt das Scheibenstück rein. Da fehlt uns aber noch das dritte. Und uns fehlt noch von der Schildkröte das Ding. Eine Schubbe. Ach so. Okay, die wird uns wahrscheinlich auch noch nicht viel bringen, vermute ich mal. Die müssen wir wahrscheinlich gleich zusammenkleben. Oder? Hallo? Hier, so. Da. Und da. Und da. Ich sollte sie besser zusammenkleben. Was? Hä? Ich muss sie kleben und das Auge einfügen. Ach so. Ah, das Auge. Okay, alles klar. So, dann können wir die Figur schon mal... Wo war das nochmal? Beim Direktor? Wo war das? Ich vergesse das immer sofort. Hier, nicht beim Direktor. Hier war es doch. Okay, eine Figur haben wir da drauf. Das ist ja schon mal super. Aber leider fehlt uns noch die zweite. Und einen Inbusschlüssel haben wir jetzt auch, mit dem wir was weiß ich was machen können. Da oben können wir nichts mehr machen. Wir können auch nur noch zu Thomas ins Zimmer. Hier haben wir auch schon alles gemacht, glaube ich. Ich kann hier nichts mehr anklicken. Nervt ein bisschen das Geräusch. Nee. Wieso wird der Baum eigentlich?
Ach so. Ich dachte, das kriegt man erst auf, wenn man die Münze einfügt. Ach so. Ah, falsch gedacht. Ja, man fügt die Münze ein und kriegt dann die Schlange, so das übliche Prozedere. Aber da habe ich mich wohl geschnitten. So, jetzt haben wir zwei super Schlangen. Juhu. Und da kriegen wir jetzt für die... Das war's. Eine beschissene Schuppe für die beschissene Schildkröte, beschissenen Garten. Es ist einfach ein Traum. Wett. Bilde drei Farbreihen auf dem Panzer der Schildkröte. Das war's. Okay, Scheibenstück ist fertig. Damit können wir jetzt wieder zurück. Hat sich voll gelohnt. Okay, dann wollen wir mal... Was? Hallo? Maus bewegt sich nicht mehr? Was? Wes? Löse diese Spezialminispiel. Nein, nicht wieder ein Spezialminispiel. Ich hasse diese Spezialminispiele. Spezialscheiße. Die sind immer Spezialscheiße. Weil man irgendwas in irgendeiner Reihenfolge machen muss, die völlig vorgeschrieben ist und man hat keine Ahnung was, weil das einfach so ein Wunderapparello ist, der... Achso, links geht nicht. Ich wollte es links einsetzen, geht nicht. Was zum? Bitte was? Okay, verstehe, glaube ich. Ugh. So. Hä? Kann ich die Spritze nicht aktivieren, damit die... Spezialminispiel. Was? Irgendwo hinrotzen, weil da kommen noch zwei von. Dahin. Dann haben wir gleich drei aufgelöst. Blau. Rot. Flupp. Das R fügen wir jetzt hier ein. Ist einfach ein Traum. Spezialminispiel. Haben wir ja nie irgendwo einen Münzschlitz, den wir irgendwo... Oh, Alter, ey. Der Rätseldesigner. Der Rätseldesigner zeigt uns allen gerade den fetten Mittelfinger einfach. Der hasst uns. Gibt's hier irgendwo einen Münzeinwurf? Ich sehe keinen Münzeinwurf. Münz... Ah, hier oben vielleicht? Nee. Da fehlt eine Linse. Ich sehe keinen Münzeinwurf.
rechts, genau unter dir. Was? Bin ich blind? Ich sehe keinen Münzeinwurf. Genau unter dir, aber ich sehe auch unter mir keinen Münzeinwurf. Der Schlitz im Papier wird es wohl auch nicht sein. Vielleicht da hinten rein? Nee. Ah, ja. Die Linse können wir... Die muss doch da... Muss die da nicht... Hä? Muss doch 100 pro da rein. Oder auch nicht. Da fehlt jetzt eine Linse. Das geht nicht. Münzeinwurf gibt es hier momentan auch noch nicht, wie es aussieht. Also ich sehe zumindest keinen. Das ist ein Spezial. Nee, unter meinem Bild ist auch nichts. Da ist nur einfach eine einzige Linse. Pass auf, ich zeig das mal ganz kurz. Hier, da ist noch eine Linse und das war's. Irgendwas mit der Münze freirubbeln. Ah, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Wo kann hier Farbe hin? Da. Okay, wird. Was? Nein. Oh Gott. Wie ätzend. Okay, die unteren beiden. Die unteren beiden. Was? Der Schlüssel? Oh, Alter, Spezialminispiel am Arsch! Was ist das? Ist doch nicht Spezial, das ist Spezial Scheiße. Ah ja, ja, Entschuldigung, ich Facecam. Da ist die Facecam gerade. Nase jucken. Habe ich den Schlüssel jetzt umgedreht oder nicht? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich überhaupt... Das ist einfach so toll. Ah, jetzt muss ich hier... Ja, jetzt kommt grün. Ah, grün. Von grün auf gelb. Von gelb auf lila. Auf rot, auf einen Diamanten. Was? Ist ja ekelhaft. Bescheuert. Ach, das kann ich nach unten. Hä, die Beine können nicht nach unten. Die Beine ist das Einzige, was nach unten muss, du Penner. Leck mich doch am Arsch, ey, du Scheißspiel. Wie random das einfach ist, wie willkürlich man hier die Sachen einfach nur verschieben kann. Das kann ich hier nicht nach oben verschieben, das kann ich nur nach rechts verschieben. Und den Körper kann ich... Alter, das ist doch ein beschissenes Ding. Cam weg. Ja, Alter, mach Cam hin, mach Cam weg. Ich kotze mich sowieso schon an hier. Ja? Fitzcam hin, Fitzcam weg, Fitzcam hin, Fitzcam weg. Natürlich ist das random. Hier, die Beine kann ich hier nicht nach unten machen, den Körper kann ich aber da nicht nach links machen. Alter, ist doch scheiße. Das ist ein beschissenes Spiel. So. Muss ich die Beine jetzt erstmal hier rechts rüber, dann nach unten und dann nach links. Oh.
I'll burn that clinic to the ground. I'm a model patient, so no one will expect me. I'm ready. It will be tonight. Ich habe ein Streichholz und ich bin so böse. So, Facecam jetzt weg oder ran? Oder ich weiß gar nicht. Ich mach die jetzt einfach rein. So. Mach doch einen Bauernaufstand. Du Lümmel. So. Alter, ey, das ist einfach so furchtbar. Okay, wir haben jetzt alles zusammen. Auch Benzin, das sind alles Beweise. Wir legen ihm jetzt alles auf den Tisch. Durch alle Hinweise gefunden, gibt's ihm leider des Saunatoriums. Ja, das will ich doch machen. Damit wollte Thomas das Sanatorium niederbrennen. Ich muss dem Leiter der Heilanstalt Bescheid geben, damit er Thomas strenger bewachen lässt. Auf diesem Blatt Papier hat Thomas aufgelistet, was er für seine Flucht braucht. Ich sollte die restlichen vier Dinge finden und dem Leiter... Hab ich doch. Saddam Hussein ist auch da. Thomas Gray, you have a visitor. Wes? Matt? Wes? Wer hat die Rätsel gemacht? Wer von denen hat die Rätsel gemacht? Ich schreibe dem jetzt einen bösen Brief. Da steht drin, ich bin nicht amüsiert. Punkt. Also das Ende... Wow, das Ende war jetzt doch sehr überraschend. Das ging... Thomas? Sie haben einen Besuch. Ende. Was? Was? Ja, das war also Grimtales 7, das Schlomus-Kapitel, das Dromus-Kapitel, ich weiß gar nicht, das war einfach ein Kapitel, das war ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Menschheit auf jeden Fall. Es ist ein Träumchen. Das Ende war total scheiße. Es tut mir leid, aber es war ja nur das Schlomus-Kapitel, insofern darf man das gar nicht ernst nehmen. Ich kann aber bereits vorab sagen, Grimtales 7, kleiner Geist, Stephanie Quinn. Kleiner Geist. Das ist ja schön. Ja, auf jeden Fall, also das Bonuskapitel war echt komplett random irgendwie. Das war mega random. Ich zünd die Anstalt an. So, dann gehen wir alles zum Gefängnisdirektor oder zum Anstaltsdirektor. Nee, ich zünd die Anstalt wohl doch nicht an. Oh, ich hab Besuch, jetzt bin ich wieder lieb. Da ist ja ein Träumchen. Naja. Grimtales 7 ist vorbei. Ihr seid alle befreit. Ja. Und ich habe frohe Kunde zu berichten, denn Grimtales 8 ist bereits draußen. Aber Grimtales 8 ist momentan noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich werde das natürlich erst let's playen, wenn es auf Deutsch erschienen ist. Insofern müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis das nächste Stück hochqualitative Softwareentwicklung das Tageslicht erblickt auf diesem Channel. Deswegen nicht böse sein. Beta-Bearbeitung. Es gab wirklich eine Beta-Version. Maria O. und Apus Brien. Aha, voll die Beta-Bearbeitung. Toll. Habt ihr richtig alle Fehler rausgehauen. Maria und Apus Brien. Toll. So HTML-Fragmente noch drin. Das finde ich ja super. Schön. Ja, puh. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Hat mich jetzt doch kalt erwischt, das Ende. Ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt, ich muss jetzt auch nicht weiterquatschen. Die Credits haben wir jetzt, das sind die gleichen Credits jetzt, oder? Ach nee, Labortechniker, sieh an. C214. Hallo? Ich drücke Escape und nichts passiert. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme aus den Credits nicht mehr raus. Ach so, hier oben. Bitte was? Bitte was? Bitte. Nein. Welcher Geheimraum?